Okay, wenn ich straight nach dieser Prämisse spielen würde, wäre ich schon ganz woanders im Spiel. Weiß ich selber. In puncto Tränken haben wir alles, aber was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ja, dann zeigt man nochmal her. Wie kann ich heute behilflich sein? Weiß ich noch nicht genau. Weil mehr Tränke gibt es doch nicht als diese, oder? Ah, da. Süße Unsichtbarkeitszahn. Zack. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Hatte ich schon. Und Donnergebräu war zum Gegner anwenden. Die beiden brauchte ich noch. Okay. Der Rest ist ja relativ wurscht. Das wird auch bloß zum Trankbrauen, nehme ich mal stark an. Und ich kann hier ein bisschen was verkaufen. Flop und weg. Ist ja offenbar Schwäche, also hau weg die Scheiße. Ne, wahr? Und weg. Oh, sieht so schön aus, weil es so außergewöhnlich ist, aber weg damit. Da kenne ich nichts. Nichts kenne ich da. Nichts kenne ich da, außer bei Sachen, die nicht identifiziert sind. Und, diese Bane-Maske finde ich cool, die behalte ich erstmal. Wobei ich dürfte die eigentlich. Oh, noch eine, okay. Oh! Eine bessere, als ich jetzt habe sogar. Ja, dann rüste ich die Bane-Maske sogar aus, würde ich sagen. Natürlich werde ich die wahrscheinlich transmogrifizieren. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Denn per se mag ich meine Maske auch sehr gerne, denn die ist zwar nicht Bane, aber sie ist halt rot. Und rot ist halt geil zu schwarz. Nee. Sieht eher aus wie Sub-Zero als wie Bane jetzt. Ist auch cool, aber das Rot dieser Maske ist dann doch geiler. Ja, mein 7 Punkte oben drauf ist, dann nicht, ist ja völlig in Ordnung. Aber ich muss diese Transmog haben dann. Aber wie gesagt, ist ganz cool. Und jetzt wird Gotham mir gehören. Ja. Schwach bist du geworden und jetzt breche ich dich. Ich bin Bane. Ja, so oder so ähnlich. So, das haben wir dazu. Dankeschön, Dankeschön. Kann ich ja auch gleich meine Maske verkaufen, ne? Transmog habe ich ja, also weg damit. Wie kann ich heute behilflich sein? Indem du mir Sachen abkaufst, hast du gerade gesagt. Weg damit. Ja. Aber das Transmogrifikationssystem in dem Spiel finde ich echt gut. Rebellion. Ich hätte mir nur gewünscht, dass einem das, dass man drauf gestoßen wird mit der Nase. Psst, mitten rein, dass man das so und so machen kann. Das hätte ich von Anfang an machen können. Was machst du denn hier? Abgesehen davon ist es per se sehr gut, weil du musst einmal eine Sache kriegen, kannst du sie jederzeit überall einfach anwenden. Das ist richtig gut. Ja, das gefällt mir. Dahin. Da warte ganz kurz, wo ich das was kaufe. Noch irgendwas genau, was ich jetzt brauche für eine Pflanze. Ne, das war das für ein Dingens. Venemosa Tentacula. Und eine Alraune. So, Unsichtbarkeit. Testen und beschaffen. Das andere auch testen und beschaffen. Ja, gut. Andersrum beschaffen, dann testen. Alles andere wäre auch Quatsch. Am Tag und okay. Okay. Na gut, okay, okay, okay. Läuft. Ja, als will ich naturgemäß erstmal die Zauber haben, damit ich die auch gegebenenfalls dann verbessern kann und bei meinem Talentebaum weiterkommen und so weiter und so fort. Du da! Willkommen, immer herein. Ja, ich bin ja schon da. Wobei herein ist. Gerade? Ach ja. Verrückter Typ. Schrumm, Malvenkraut, Grönöterich, Flussgrassamen, Dünger, Es ist alles irgendwie nicht so richtig, ne? Ich kauf einfach mal. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ich habe ja Geld und so. Und ich wüsste gerade nicht, wo ich sonst ausgeben soll. Also alles was rausgeht, hau ich mir einfach mal. Auch zwei davon, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist. Aber ich lassen Sie mich bitte würde wissen, gerne hier auch die beiden noch einmal kaufen. Kann. Hier ist mal extra klicken, nervig. So. Ist ja endlos hier wahrscheinlich, ne? Ich habe irgendeinen Kopf gehabt, bin ich der Meinung. So. Was immer ich brauche, ich hoffe, ich hab's jetzt. Wären leer. Ja, oder? Kann man behaupten. Und alles war ich. Komme ich jetzt irgendwie so ein Bonus, weil ich jetzt der Stammkunde bin und alles? Der alte Narr. Aha. Einfach so. Ein Geschäft steht da. Vielleicht muss ich da, weil ich habe jetzt gerade nicht gefunden, was ich haben wollte, bin ich der Meinung. Tentakulus, irgendwas, blubbeldus, bumpel, rumpel, tumpel, stumpel. Habe ich nicht gekriegt.
Werde ich mir jetzt nochmal vielleicht dort dann arrangieren können. Wenn es gut geht. Wenn ich schon mal hier bin und keine Schnellreise machen muss, dann nutzen wir das aus. Oh, 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 oh. Da unten. Ich sehe dich. Nee, nee, falsch. Da war er im falschen Reiter drin. Ah, da oben ist auch einer. Kommt zu mir, kommt. Nein, nicht darauf klettern. Das will ich auch noch haben. Die Viecher, die schießt vom Himmel runter. Die fängt. Wo ist jetzt? Wo ist jetzt? Hallo? Dann fliegt da. Fliegt da jemand? Achso, ist das gut. Ich bin völlig nervös gerade. Okay. So, jetzt muss ich da wieder raufkommen. Bin ich ungünstig gelaufen. Guck mal hier, Zeug. Meins, 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 meins. Alte Florfliegen. Aha. Confringo. Expelliarmus. Muss ich auch noch töten. Die Frage ist halt nur, ob ich irgendwelche Ballons töten muss oder ob ich gezielte Ballons töten muss. Das habe ich ja bisher nicht versucht, tatsächlich. Da drauf zu schießen, glaube ich, oder? Mach ich auch gleich, wenn ich da schon mal bin. Was wollte er gerade sagen? Oh, oh. Akio. Zu langsam. Da ist er. Da bin ich dir. Ja. Oh. Der habe ich gesehen. Lustige Truhe. Hallo, ich bin's. Nimm! Schweine, gib! So. Sie traut, denn ich habe sie gelootet. Ich darf wieder runterlaufen, das gibt's ja wohl nicht. Ich häng grad irgendwie. Nein, ich hab einen Fehler. Fehler aufgehört. Hallo, sag mal. Ihr seht zwar nicht so gut, weil ich unsichtbar bin, aber. Ich häng hier im Dings fest. Und ich kann machen, was ich will. Es passiert nichts mehr. Oh. Da ist was passiert. Ach, guck mal, ich habe das Ding aktiviert irgendwie. Schön. Mann, ich will hier runter. Ich habe sowas auch schon mal gehabt im Spiel. Oh, ich kann... Ich kann gar nichts machen gerade. Ich kann nicht mal die Karte aufrufen. Das ist ungünstig. Komm schon. Revelio. Ah, das geht komischerweise. Kartabruf geht nicht, Rollen geht nicht. Wah. Jetzt bin ich mir rausgetappt. Ach, scheiße. Das muss ich tatsächlich neu laden. Das gibt es doch wohl nicht. Ich kann kein Zauber wirken, ich kann... Ach, Leute. Ach, nö. Ach, nö. Mal davon ab, dass ich jetzt neu laden muss, weil mich schon alleine ankotzt. Muss ich auch halt vor allem... Ich kann nicht mal escapen. Ich kann das ganze noch Spiel neu starten gerade. Oh, jetzt habe ich es verkleinert mit Alt und Tabulator. Alt und Enter meine ich. Verdammt nochmal. Was ist denn das gerade? Ich kann nicht mal ins Spielmenü reingehen. Och Leute. Das ist nicht euer Ernst. Ihr wisst ja, das Spiel starten dauert Ewigkeiten bei mir. Und ich kann es nicht mal beenden. Das ist das Schlimmste. Und ich weiß nicht, wo der Schnellspeicher war. Bestimmt beim letzten Mal, ich was eingesammelt habe. Ich glaube, da war gerade Schnellspeichern, aber... Oh, ich bin gerade gesprungen. Cool, toll. Aber es hat mir nichts gebracht. Ich drücke alles. Ich drücke... Ah. Und jetzt? Aber Escape bringt trotzdem nichts. Also T geht. R geht. 1, 2, 3, 4 gehen nicht. Q, W, E. R... Z-U-I-P-O-U-U-A-H-B-A-D-A-D-A. Also so anditschen von V geht auch. Fasziniert irgendwie. Aber... Ah ja. Wow, die Watchtime funktioniert, wie es aussieht, Fun-Pirat. Ich bin begeistert. Glückwunsch. Ich habe nichts verändert übrigens. Das war dann... Oh, hilft nichts. Ich muss das Spiel jetzt komplett Alt-F4'en. Es ist aus. Ach, so ein Dreck aber auch. Das ist mir noch nicht passiert in dem Spiel. Und es war auch ganz klar ein Bug, ein Glitch. Es war jetzt kein PC-Fehler oder sowas. Ich will es nur mal gesagt haben. Und jetzt... Steam startet das Spiel nicht, weil ein Fehler aufgetreten ist. Ja, wahrscheinlich läuft es noch... Auch so ein Ding, wenn du bei Steam Spiele beendest und dann sofort, also wenn Spiele durch einen Fehler vor allem beendet werden, und du dann sofort neu starten willst,
geht es oftmals nicht, weil er sagt, das Spiel hat irgendwie einen Fehler oder läuft doch, keine Ahnung was. Da musst du mal Sekunden warten und erst dann kannst du es wieder starten. Ja, weine nicht, Pfandpirat. Schon wieder. Steam-Fehler. Bei der Aktualisierung von Hogwarts Legacy ist ein Fehler aufgetreten. In Klammern, Anwendung läuft. Tut sie nicht. Ich gehe auf den Taskmanager. Vielleicht läuft ja doch wirklich noch, aber es... Tatsache. Ich habe das Spiel beendet. Der Tab ist auch weg, aber es steht noch als... es läuft drin im... Ach, das gibt's doch wohl nicht. Das ist ja richtig schön. Da kommt so ein richtig schönes, warmes Gefühl innen drin auf. So, jetzt habe ich es beendet über den Taskmanager. Hogwarts Legacy starten. Nächster Versuch. Oh. Aber da kommt echt Freude auf. Der perfekte Zeitpunkt, sich den Zauberstab rauszuholen. Leider habe ich keine Beschleunigungszauber gelernt. Und ich weiß nicht, aber... Ah doch, jetzt schwarzer Bildschirm bei mir. Bei euch sowieso, ist klar. Oh, ist das toll. Ist alles live. Alles live. Hätte ich bloß Let's Played, ganz normal, ohne Stream, wäre das nicht passiert. Das hätte geschnitten. Jetzt ist es dabei. Tja. Spannung pur. Jetzt haben wir quasi einen Just-Chatting-Moment. Ist doch toll. Tja, wie war euer Tag so? Habt ihr einen schönen Tag gehabt? Bei uns war es heute endlich mal, was heißt endlich mal, sowas klingt so, als wenn ich es erwartet hätte, aber ich will es eigentlich gar nicht. Aber heute war es bei uns mal ziemlich warm. Viel Sonne. Tatsächlich das erste Mal so richtig. Oder eins von wenigen Mal dieses Jahr zumindest. Aber das erste Mal jetzt seit Frühlingsbeginn, dass es bei uns so war. Davor war es doch immer relativ, ja, eher herbstartig als frühlingsartig. Heute war doch fast schon Sommertag. Ja, war was anderes, ne? Ja, ich habe schon gelesen, komm weiter. Ansonsten, wer es nicht mitbekommen hat, morgen Abend, am Freitag, das heißt 18, 19 Uhr, 20 Uhr, es ist noch nicht ganz raus, weil ich morgen erst ein bisschen später kann und ich weiß nicht, wie Samira dann das hinkriegt, haben Samira, Luna und ich vor, Dead Island 2 zu spielen. Nur fürs Protokoll. Der Tag wurde schöner, als ich angefangen zu streamen. Oh, das ist aber nett. Nur leider sieht man vom Stream nicht viel. Aber dankeschön, das freut mich, dass du das sagst. Das Ding ist, du meinst es vielleicht sogar so. Oh, Ladebildschirm, ich liebe es. Hier ist meistens gleich hier. Schattierung werden vorbereitet, Ewigkeiten, Ladebildschirm. Schlimmer als die Ladebildschirme im Spiel selbst. Das Spiel zu starten ist der Horror. Zumindest auf meinem PC. Noch. Wie dem auch sei, was wollte ich gerade sagen? Ja. Da war er weg, der Zauberstab. Passiert mir auch ständig, oder? Das sollte ich vielleicht mal lassen. Ich bin kein Schlagzeuger, was soll ich machen? Dead Island 2 jedenfalls. Relativ spontan haben wir uns dazu entschlossen. Ich meine, ich hatte zwar per se vor, Dead Island 2 zu spielen, aber wie es immer so ist bei mir. Spiele, wo ich nicht komplett hundertprozentig gehypt bin und oder 110% gehypt bin und wow, muss ich haben, habe ich immer nicht auf dem Schirm. Oder generell PC-Spiele habe ich selten auf dem Schirm. Generell, auch wenn ich die unbedingt haben will. Auf der Switch habe ich sowas mal parat, weil ich dann ja in den eShop reingucke und sehe, ah, guck mal hier, bald erscheint, das mache ich jede Woche eigentlich, wenn der eShop am Donnerstag aktualisiert wird, gucke ich immer mal einmal rein, gucke mir so, was erscheint demnächst. Habe ich halt auf dem PC nicht, weil bei Steam checke ich sowas einfach nicht. Entsprechend, oder gut, in dem Fall sowieso egal, das kommt nur auf Epic raus, oder zumindest erstmal nur auf Epic. Ich hasse Epic, also generell dieses Set-exklusive Gedöns in der Videospiele-Industrie finde ich zum Kotzen. Und ja, Epic ist ja auch so ein Laden, aber naja, egal. Moin, lieber Varu. Ach, guck einer an. Ich bin im Hauptmenü. Schön. Toll. Ja. Aber warte, ich will... Egal, ihr wird bestimmt den Schnellspeicher laden, dann bin ich sonst wo wieder. Blödes Abgestürze. Jedenfalls. Habe ich es halt auf PC nie auf dem Schirm, wenn so ein Spiel rauskommt. Entsprechend war ich halt vorgestern oder gestern überrascht. Oh, Freitag, Dead Island 2. Ja, geil. Voll verplant. Aber spontan, jetzt ist Stimmung im Chat. Ja, aber hallo. Jetzt geht Stimmung los. Jetzt könnt ihr euch ein Battle liefern, wer die beste Highscore-Platzierung hat, lieber Fanpirat. Apropos. Warst du jetzt vor Black Varu oder hinter Black Varu? Jedenfalls, das Gute war halt, Samir hat auch Bock auf das Spiel und wollte es auch spielen, hat es auch schon mal irgendwie gesehen gehabt in Trailern und hat entsprechend zugestimmt und wir haben das halt mehr oder weniger geschafft. Und ja,
Platz 15 von 47? Boah, habe ich eine riesige Bestenliste. Vielleicht haben mich 47 Leute da drin. Ha, alles bloß Lurker, die was schreiben und auch nicht followen. Traurig. Und ja. Tja, Pfandpirat, da bist du wohl nicht so gut, hä? Aber das macht ja nichts. Denn. Ach, Bestenliste. Wer braucht schon Platz 1, oder? Wobei, ich muss mal echt mal selbst gucken, wer auf Platz 1 steht, wenn ich ihr beide. Das kann ja eigentlich keiner sein. Oder ist da immer noch mein Chatbot oben drauf? Kann ja auch nicht sein, weil das ist ja auch eine Sauerei. Ich habe das System eigentlich erst aktiviert und dann die deaktiviert. Das ist sehr kurios. Die Bots von Twitch auf Platz 1 und so. Was heißt denn und so? Platz 1 bis 15 oder wie? Weil ich hänge hier... Ach, scheiße. Nein, ich hab's geahnt. Echt jetzt? Game-breaking Bug, meine Damen und Herren. Game-breaking Bug. Ich bin hier immer noch drin. Ich kann immer noch kein Menü aufrufen. Ich muss das Spiel schon wieder beenden und neu starten. Ah! Ich hab die Bots gesperrt aus der Liste. Das ist das Kuriose an der ganzen Sache. Ich hab die gesperrt. Ich muss mal selbst die Liste angucken und gucken, was da nun genau drin ist. Aber ich hab die gesperrt. 1 bis 3. Ich hab nicht mal so viele Bots. Ich hab... Gibt's doch hier Standardbots, die ich nicht kenne? Also, ich glaube nur gesperrt. Aber es sind ja eigentlich bloß der Steam Over, der Stream Elements Bot. Beziehungsweise jetzt mein Chatmaster Genova, das sind die beiden und ich selber. Wir drei sind gesperrt. Mehr Bots habe ich nie gehabt. Deswegen bin ich total irritiert. Ich komme hier nicht raus, ich muss das Spiel schon wieder... Es ist doch nicht euer fucking Ernst. Ich gebe alles. Ich meine, schön, dass das Spiel genau hier gespeichert hat, aber naja. Oh! Das haut mich um. Ich habe mich befreit. Mit Magie. Ich werde doch nicht neu starten müssen vorhin, oder? Ich hätte nur penetrant genug auf W drücken müssen. Zuschauerliste schaust. Ach so? Warte kurz. Hoppala. Benutzer im Chat meinst du bestimmt, ne? Naja. 0, Ax, 2... Alice Cedra oder so, oder Alice Ytra, Alien Gathering. Okay, das sind alles Bots. Faszinierend. Aha. Sag mir, was klingt ja alles so, es klingt alles... Dachte man, das wären irgendwelche Leute, die halt irgendwie drin sind, oder mal drin waren irgendwann, aber nicht aktiv drin sind. Da muss ich ja alles rausschmeißen. Danke, Warum. Danke. Das ist ja eine Frechheit. Was wollen die alle hier? Ah. Raus aus meinen Listen, ihr Schweine. Vor allem, wenn die Bots zuschauen, aber nicht als Zuschauer zählen. Das ist ja erstmal frech. Ich meine, da hätte ich ja theoretisch irgendwie 10 oder 15, was war, nee, 14 Leute, die jetzt permanent in meinem Chat drin wären. Und entsprechend wäre es ja auch meine Durchschnittszuschauerzahl. Nicht mal das kriegen die hin. Ja, vielen Dank, haha. So ein Dreck. Also ich hasse Twitch. Ich kapiere das ganze System nicht. Manu. Egal. Nur hereinspaziert. Kümmere ich mich nach den ganzen... Wir wollen, dass sie lebendig hier drum. Rauskommen. Oh, da war schon wieder Rebellion. Was. Baum vor Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Dieser große Baum mit gewundenen Ästen stützt das Geschäft Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Und wenn ich ihn einreiße, passiert gar nichts. Ich kann's nicht glauben. Freak. Hallo. Haben wir schon mal gesehen, Nene? Hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als 4 in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Ich glaube, die hat nicht mal Latten an der Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an? Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Aha. Außer natürlich für Flüche. Und nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen.
Boah, es muss hammer anstrengend sein, für die Synchronsprecherin die Stimme so zu verstellen. Denn da ist die, ich habe den Namen nicht parat, aber die Sprecherin, die auch in Cowboy Bebop zum Beispiel Faye gesprochen hat. Und die hat nicht so eine raue, kratzige Stimme. Und so zu reden ist tatsächlich nicht ganz... das macht schon ein bisschen was. Ja, wie bitte passt? Hier ist jemand gestorben? Ja, ein Glück, dass es nur einer war. Können noch mehr werden. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach etwas um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Ja, mach ich. Verrückte, was verkaufen Sie alte hier? Poison Ivy. Imitatstroller. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Entschuldigung, ich habe mich gefreut.